Wir befinden uns hier im Kunstmuseum St. Gallen in der Ausstellung Heilige Wunder und Visionen, Ikonen aus der Schenkung Gürtler. Ikonen sind Glaubenssymbole aus der Ostkirche. Sie begründen auf theologischen Texten und kirchlichen Beschlüssen und sind sehr symbolgehaltig. Manches ist für uns Westchristen bekannt, anderes ist uns fremd. Die reiche Symbolik erlaubt aber wirklich sehr viele Anhaltspunkte und Querverweise, die wir in der Ausstellung versuchen herauszuarbeiten. Zur Ausstellung gekommen ist es durch die großartige Schenkung der Sammlung Gürtler, ein Ehepaar, das dem Kunstmuseum eine umfangreiche Ikonensammlung schenkte. Es sind Ikonen aus dem 16. bis 19. Jahrhundert und die Ausstellung vermittelt mit dieser Schenkung nun einen umfangreichen Querschnitt durch die Ikonenmalerei dieser Epochen. Der Künstler Gerwald Rockenschaub hat für uns die Inszenierung der Ikonenausstellung geschaffen. Er hat eine eindrückliche Inszenierung entwickelt, die eine Raumdramaturgie ergibt und die die Ikonenmalerei für ein breiteres Publikum öffnet, zugänglich macht und in den satten Farben auch die Temperamalerei der Ikonen stärker zum Ausdruck bringt.